Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Andi von Supi Performance und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir reden heute darüber, warum dein Motor überhaupt Öl verbraucht und warum das eigentlich normal ist, bis zu welchem Punkt es normal ist und wieso er es macht. Let's go! Also, erstmal sollte geklärt werden, für was braucht unser Motor überhaupt Motoröl? Eine der Hauptaufgaben ist Schmierung, Kühlung und Reinigung. Es gibt noch ein paar andere Aufgaben, wie irgendwelche Übertragung von Kräften, Hydraulikdrücken, irgendwie Nockenwellenverstellung, Spanner und so weiter. Aber die Hauptgründe sind definitiv nochmal Reinigung, Schmierung und Kühlung. Warum eigentlich jeder Verbrennungsmotor Öl verbrauchen muss, liegt oftmals an den ganzen Spielen, die in so einem Motor herrschen. Spiele sind im Motor dafür da, damit mechanische Bauteile voneinander getrennt sind und sich bewegen können. Damit das aber möglichst lange hält, ist das geschmiert mit Motoröl. Durch diese Schmierung entsteht oftmals ein gewisser Verbrauch, der aber normal ist. Zum Beispiel das Hohnbild. Das Hohnbild müsst ihr euch vorstellen, im Zylinder sind ganz feine Zacken. Ich habe da mal was aufgemalt, damit das einfach zu erklären ist. Also als allererstes Hohnbild. Moment, wir laufen kurz in die Werkstatt. So, das ist das Hohnbild. So sieht das aus. Ein ganz feines Schleifbild. Und hier habe ich meinen Kolbenring eingelegt, um das Stoßspiel zu prüfen. Das hier, was ihr da seht, ist das Kolbenring-Stoßspiel. Das prüft man hier mit so einer Fühlerlehre. Das macht man dann dazwischen. So. Ups, runtergefallen. Auf jeden Fall ist das Stoßspiel und der Kolbenring geht ja mit einer ganz hohen Geschwindigkeit hier mit dem Kolben bis zu 23 Meter pro Sekunde bei so einem Sportmotor hoch und runter. Hier oben herrscht ein hoher Druck, der bei der Verbrennung entsteht. Dieser Druck will selbstverständlich nach unten. Das wird aber durch den Kolbenring, der dann hier, warte, ich zeige euch das mal, an einem bereits montierten Kolben, das ist ein gebrauchter Kolben, der Druck, der hier quasi so entsteht, will natürlich den Kolben nach unten beschleunigen, aber der will auch an der Seite vorbei. Die Kolbenringe sind dafür zuständig, um das abzudichten. Ist dieses Stoßspiel zu groß, geht eine Menge Druck hier verloren. Das darf nicht sein. Wenn das der Fall ist, haben wir nämlich ein großes Problem in dem Sinne, wir verlieren Kompression und verbrauchen auch viel mehr Öl. Viele Leute denken, dass mehr Öl verbraucht wird, weil das dann einfach hier durchbläst. Das ist nicht der Fall. Und zwar, wenn das hier zu groß ist, geht der meiste Druck hier dran vorbei und kann nicht hier hinter. Denn wenn man sich das so vorstellt, das ist meine hier eleganteste Zeichnung, das hier soll die Verbrennung zeigen, die will den Kolben nach unten beschleunigen. Der Verbrennungsdruck geht hier vorbei und wenn das Stoßspiel zu groß ist, ballert es einfach hier durch. So. Es muss aber so sein, dass das Grüne soll den Kolbenring deuten. Moment mal, machen wir mal weg so. Das Grüne hier soll der Kolbenring sein. Der Druck muss hier reingehen, hier zwischen und den Kolbenring nach außen pressen, an die Zylinderwand, damit der Kolbenring hier links im Bild. So, damit der Kolbenring das Öl hier schön abstreifen kann und somit nicht so viel Öl quasi im Zylinder in der Verbrennung restlich hängen bleibt. Wir haben aber logischerweise beim Verbrennungsmotor immer irgendwie Öl im Zylinder bei der Verbrennung, da diese Zacken hier das Hohnbild zeigen sollen. Diese Taschen, man nennt das auch Öltaschen, sorgen dafür, dass möglichst viel Öl auf der Zylinderlauffläche hängen bleibt und eben die Schmierung des Kolbens bzw. Kolbenringe gewährleistet. Also nochmal zusammengefasst, Kolben geht nach unten, streift das Öl ab, der Restöl, der hier in den Taschen bleibt, hängen, ist unser Ölverbrauch, der über die Zylinder entsteht. Aus diesem Grund muss jeder Verbrennungsmotor, der solche gehunden Zylinder hat, ein bisschen Öl verbrauchen. Was eigentlich wirklich minimal ist und nicht wirklich auffällt wegen dem Kraftstoffeintrag im Öl. So, aus welchen Gründen kann dein Motor noch Öl verbrauchen? Ein Grund zum Beispiel könnten die Ventilschaftdichtungen sein. So, ich habe hier ein gebrauchtes Einlassventil mit einer alten Ventilschaftdichtung. Die Ventilschaftdichtung ist hier oben aus Gummi,
sorry, so. Die Ventilschaftdichtung ist hier oben aus Gummi, da ist ein Federring drin und das soll das hier oben abdichten. Dichtet das nicht mehr ab, weil das Gummi hart wird oder das Ventil verschleißt, dann haben wir das Problem, dass Öl hier dran vorbeiläuft, vor das Einlassventil und das Ventil macht auf, Öl kommt in den Brennraum und wird verbrannt. Das könnte zum Beispiel auch ein Grund sein. Ihr habt bestimmt schon mal gesehen, dass in eurem Ansaugsystem ein gewisser Ölfilm vorhanden ist. Dieser Ölfilm entsteht oftmals durch die Kurbelwellengehäuseentlüftung. In gewissen Maßen ist das normal. Ist das zu viel, liegt das oftmals an verschlissenen Kolbenringen oder einem zu großen Ringstoßspiel. Denn dadurch drückt sich der Verbrennungsdruck in das Kurbelwellengehäuse und durch das Kurbelwellengehäuse in das Ansaugsystem. Mit diesem Druck wird automatisch Öl mitgeführt. Dieses Öl landet dann vor eurem Turbolader in eurer Ansaugbrücke und oftmals werden dadurch Turbolader getauscht, die gar nicht kaputt sind, weil man sagt, ja, wir haben jetzt hier Öl vorne am Verdichterrad hängen. Ne? Dadurch kommt das Öl natürlich auch wieder zurück in den Motor und wird darin verbrannt. So, was zum Beispiel auch noch ein Grund sein könnte, ist, wenn du nach einem Motorschaden deine alten Pleuel wieder verwendet hast und die nicht auf Winkligkeit geprüft hast und die übertrieben gesagt leicht schief sind, sitzt automatisch dein Kolben auch leicht schief im Zylinder. Hast du so ein... Steht der Kolben so leicht schief im Zylinder, können die Kolbenringe nicht arbeiten. Im Betrieb dreht sich dein Kolbenring nonstop im Kreis. Ist das nicht der Fall, weil er leicht verkantet ist, verschleißt er schneller auf einer Seite und du hast auch einen höheren Ölverbrauch. Ich würde behaupten, ein guter Motor, der richtig gebaut ist und alles korrekt hat, braucht maximal 0,3, 0,4 Liter Öl auf 1000 Kilometer. Du kannst es aber gar nicht so richtig prüfen, ob es tatsächlich so ist, denn du hast immer einen gewissen Kraftstoffeintrag. So, haben wir alles. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar mehr Sachen, warum Motor Öl verbrauchen kann. Nicht ohne zu verwechseln ist Ölverbrauch und Ölverlust. Ne? Allerdings bin ich jetzt eher so auf die Hauptsachen reingegangen. Ihr hört immer wieder, es dreht sich alles irgendwie um den Kolbenring. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Kapitel in dem Motor und so ein bisschen auch das Geheimnis jedes Motorenbauer, wie das Stoßspiel eingestellt wird. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist zum Beispiel, für die Jungs, die meinen, ohne Luftfilter zu fahren, ist eine super Sache, denn die Partikel, die angesaugt werden, weil das nicht gefiltert wird, gehen hier in die Nut des Kolbenrings rein und sorgen dafür, dass der Kolbenring klemmt und sich nicht mehr drehen kann. Und wie ihr jetzt gelernt habt, wenn der Kolbenring klemmt, haben wir einen hohen Ölverbrauch. Und somit auch einen schnell kaputten Motor. was habe ich noch vergessen? Schreibt mal unter die Kommentare, dann habt ihr was zu erzählen. Und was mich noch auf jeden Fall interessieren würde, was euch noch interessiert, was ich versuchen kann zu beantworten oder auch so einen kleinen Tech-Talk drüber machen kann, ja? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Danke fürs Zuschauen. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.